arabische Wüste. Ein gewaltiges Meer aus Sand und sonnenverbrannten Felsen. Und unter den endlosen Dünen Öl, schwarzes Gold. Der Lebenssaft eines neuen, mechanischen Zeitalters. Seit mehr als 400 Jahren herrscht das Osmanische Reich über das Land und all seine Schätze. Doch nun regt sich Widerstand. Kleine Banden aufständischer Beduinen haben sich zusammengetan, um das Reich zu stürzen. Sie kommen ohne Warnung und verschwinden dann in der Wüste. An ihrer Seite kämpft ein einsamer britischer Offizier, dessen Heldentaten in aller Munde sind. Die Welt gab diesem Mann den Namen Lawrence von Arabien. In der Wüste braucht man eine gute Planung und eine Portion Glück. Und vor allem Letzteres meinte es gut mit uns, als wir von einem kürzlich entgleisten Zug der Osmanen erfuhren, der eine äußerst interessante Fracht geladen hatte. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Battlefield 1. So, ich darf hier das Fernglas benutzen. Hier für eine schöne Flagge. Wir spielen hier das allerletzte Kapitel, das es aktuell gibt. Visiere an, um sie zu entdecken. Ja, eine kleine Patrouille hatte sich den Osmanen angeschlossen, die den Unfall überlebt hatten. Gemeinsam bewachten die Männer das Wrack und warteten auf Verstärkung. Gibt es hier noch irgendwo? Oh, das ist ein großer Pfosten. So, hier haben wir einige entdeckt. So wenig sind es gar nicht. Dachluke. Da kann ich also einfach rein, oder was? Da ist ein fetter Mörser. Da ist ein Pferd. Okay. Was machen? Die hocken sie alle dicht beisammen. Darauf markiert? Ja, kennen wir schon. Benutze die Dachluke. Okay, ich muss da irgendwie jetzt reinkommen. Heißt, wir dürfen hier einige ausschalten. Wir sollten aber vielleicht erstmal... Ich habe nämlich nur ein Messer. Wir sollten... Meine nicht gerade Steine? Ach du Schande, ey. Hier, was ist denn mit meinem Bein los? Das sieht ja echt ekelhaft aus, ne? Naja. So, ich muss jetzt hier irgendwie heimlich hier runterkommen. Mache ich das jetzt am besten? Pack doch mal das Fernglas richtig aus, Kollege, und lass es draußen. Okay, wenn ich hier hinkomme, dann kann ich den hier von hinten absnacken. In der Hoffnung, dass dann es keiner sieht. Der Typ steht die ganze Zeit bei dem Pferd. Was habe ich jetzt noch markiert? Irgendwas habe ich noch markiert. Okay, er steht doch nicht die ganze Zeit bei dem Pferd. Okay. Ein einsamer Krieger hat gegenüber einer Streitmacht nur einen Vorteil. Er kann sich unbemerkt bewegen. Wir versuchen zu tun, was uns richtig erscheint. Und räumen all jene aus dem Weg, die uns davon abhalten wollen. Koste es, was es wolle. Mach nichts Dummes, gell? Die Stammeskrieger kämpften unkonventionell mit Waffen, die sie vortrefflich beherrschten. Geduld, Intelligenz und Mut waren ihre wichtigsten Eigenschaften. Nehmen wir mal mit, man weiß ja nie, wann man es brauchen kann. Etwas zu sehen oder in den eigenen Händen zu halten, ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist deutlich näher als das da hinten, stelle ich gerade fest. Dann gehe ich doch erstmal hier hin. Ich meine, ich könnte den Typen da vorne jetzt einfach schießen. Ich meine, der sieht mich hier natürlich nicht. Macht ja Sinn, ne? Kauert der da auf dem Boden rum, ey.
würde mich ja gerne ein bisschen an den Rand schleichen, aber noch will er nicht. Boah, es ist hell. Da ist ja gar nichts. Hab dich. Gut, wir haben hier ein Pferd. Das ist schon mal nicht schlecht. So eine Waffe mit... Ach, das ist die Tränke. Okay, mehr oder weniger. Ich hab gedacht, da bewegt sich noch was, aber das bin nur ich. Also so eine Waffe mit Schalldämpfer wäre jetzt ganz geil. Yeah. Ja, lecko funny. Da kommt ein Sandsturm. Sehen? Kann ich die zwei jetzt von hinten irgendwie wegsnacken? Hier ist Lawrence von Arabien, liebe Freunde. Du Trottel. Yeehaw! David! Boah, er hat gezogen. So schön im Sandsturm ein bisschen Terror machen. So macht man das ja nicht. Hi! Boah, der hat gezwirbelt. Hey, beweg dich! Warum schlägt er nicht? Du bist jetzt hängt fest. Warte, Hü! Mach hinne! Komm runter! Komm runter da! Jetzt muss ich echt absteigen, extra für dich da oben. Du Idiot! Pferd, bleib stehen! Das hat ja mal richtig Laune gemacht hier, ne, wa? Trottel. Was ist da drin? Ja, das Codebuch habe ich gut gefunden. Das war jetzt auch gar nicht mal so schwer. Oh mein Gott. Rauskommen, das war's. Hi. Tja, du dachtest nicht, dass wir rechtzeitig hier sein würden, um dich zu stellen, oder? Ja. Das Lawrence hab ich von Arabien. Und du dachtest nicht, ich hätte nicht noch Rückendeckung. Hatte ich fest darauf gehofft. Hey, Lawrence! Das ist ja raffiniert. Nein, das sieht nur so aus. Nun wird der Jäger zum Gejagten. Also, wer bist du? Oh, wirklich sehr amüsant, meine Liebe. Ahmed. Amüsant? Gäbe es keine Männer wie sie, wäre ich frei. Frei also? Du bist frei, wenn du stirbst.
Und ich verspreche dir, das Reich wird euch allen diese Freiheit schon sehr bald schenken. Ach, das ist aber nett von euch. Oh, Zug! Während wir hier stehen, flügt eine Bestie durch die Wüste, die eure Freunde, Familien und Häuser ebenso vernichtet wie eure Schlupfwinkel. Bald könnt ihr nirgends mehr hin. Es ist vorbei. Bald ist alles, was ihr kennt und liebt, nur noch Asche. Und dann habt ihr eure Freiheit und sterbt. Ich will ihn gerne umbringen. Ihr Bestien! Okay. Sarah. Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen, damit er krepiert. Bedenk es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid, meine Freundin hier ist mitunter etwas schroff. Sie werden mir jetzt sagen, wie wir ihren Zug erreichen, damit er uns in die Falle geht und zerstört werden kann. Unmöglich. Um überhaupt mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchtet ihr ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, Sie meinen dieses hier. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten. Eines Tages wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen. Hat er gar nicht mal so unrecht, der gute Mann. Warten wir es ab, mein Freund. Checken wir mal hier ab, worum es hier genau geht, liebe Freunde. Ein Zug. Natürlich reichte die Beschaffung des Codebuchs nicht aus. Um diesen eisernen Drachen zu zerstören, diesen Kanawa, wie die Osmanen ihn nannten, mussten wir mit drei verschlüsselten Befehlen seine Gefechtsbereitschaft aufnehmen. Die Osmanen hatten entlang der Eisenbahnlinie mehrere Außenposten errichtet, deren Kommandeure Kapseln für vordringliche Nachrichten bei sich trugen. Wir mussten unsere Befehle in diesen Kapseln verschicken, da sie der Zug sonst nicht akzeptiert hätte. Es würde nicht leicht werden, das Dorf zu infiltrieren, nachdem sich dort eine Abteilung osmanischer Soldaten häuslich eingerichtet hatte. Die Osmanen haben einen abgelegenen Wüstenposten eingerichtet. Er ist nur leicht verteidigt, aber bestens mit Waffen und Fahrzeugen ausgestattet. Sie rechnen offenbar nicht mit einem Angriff. Die ganze Ausrüstung könnte nützlich sein, falls du sie verwenden möchtest. Die antiken Ruinen waren alles, was noch an eine längst vergessene Zivilisation erinnerte. Inzwischen hatte die moderne Welt des Osmanischen Reiches in Form von Panzerfahrzeugen und Feldgeschützen dort Einzug gehalten. Drei Kommandeure mussten eliminiert, drei persönliche Nachrichtenkapseln gestohlen und mit unseren falschen Befehlen auf die Reise geschickt werden. Wie Sarah diese gefährliche und tollkühne Mission meistern würde, blieb ihr überlassen. Na, herzlichen Dank auch. Meister das Ganze mal. Guck mal, wie du das hinkriegst, ne? Am besten natürlich so heimlich wie möglich. Wieso habe ich das Pferd überhaupt hier hochgebracht? Das ist ja völlig bescheuert. Fetter Tank, Waffenlager. Waffenlager. Was schießt denn da? Ich gucke mich jetzt erstmal um, ob ich irgendwas erkennen kann, wo ich eine Schwachstelle ausmachen kann. Hm. Noch ein Pferd. Ist das ein Panzer? Hm. Okay, kein Panzer für mich. Das Fahrzeug da unten nervt mich ein bisschen, um ehrlich zu sein. Hm. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, hier läuft irgendwas. Oh, ein Gegner. Okay.
Okay. Irgendwas schießt hier doch die ganze Zeit. Naja, jetzt schauen wir mal. Wohin geht denn das? Die Druiden schätzten ihre Pferde, da sie ihren Reitern eine beispiellose Schnelligkeit und Mobilität verliehen. Haha! Ich gehe... Ich glaube, ich gehe erst hier hin. Danach gehe ich dorthin. Komisch. Ich traue dem Braten hier nicht, dass das nur ein Gegner ist. Da hinten ist noch ein Fahrzeug. Wo ist denn das andere eigentlich? Ich kümmere mich jetzt erstmal um da unten. Ein Sandsturm wäre jetzt nicht ganz ungelegen, möchte ich dazu sagen. Ich habe gerade mega Bammel davor, da reinzugehen. Das wird mir alles zu harmlos hier. Okay, später noch mal eine Runde. Hi. Aha. Ich konnte die also einfach nicht alle sehen. Oh. Hm. Okay. Ich mache das noch einer. Der chillt an seinem Geschütz. Da ist jemand. Der Horchposten da oben geht mir ein bisschen auf den Senkel. Den muss ich ausschalten. Und das Pferd lasse ich da mal. Wer weiß, ob ich es noch brauche. Hier klingelt gleich irgendwas an meinem Handy, was? Hört ihr das auch? Ich hoffe nicht, ansonsten entschuldige ich mich schon mal dafür. Das hätte nicht sein dürfen. Naja. So. Lass das Handy! Ich muss mal kurz das Handy weglegen. Einen Moment, bitte. Und da bin ich wieder. So, ist was passiert? Habt ihr irgendwas gesehen? Irgendwas? Oh. Was ist denn das? Ach, das ist der Posten da ganz hinten. Okay. Uah, wie hat denn der mich jetzt gesehen? Das war knapp. Ich meine, ich könnte es natürlich über die Haut-Rauf-Methode machen. Aber wer will das schon? Wohin geht er? Wohin guckt er? Er guckt die ganze Zeit darüber. Ich möchte einfach nur nicht entdeckt werden von dem da oben.
ist gar kein Säbel, den kann ich gar nicht nehmen. Okay, wunderbar. Wir sind wieder voll im Plan. Oh ja. Mal kurz warten, wo er gleich hinguckt. Zu mir, war ja klar. Hätte ja wetten können. Aber wenn ich da oben bin, kann ich mir das Lager vielleicht noch mal ein bisschen besser anschauen. Aber ich habe nur 10 Schuss. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass die Knarre so ein bisschen aussieht wie die Wumme vom, von Han Solo? Das tut mir leid für dich, das war jetzt... ungünstig. Ach du Scheiße. Panzer. Mhm. Die Frage ist ja, was genau ist mein Ziel hier? Eliminiere den Kommandeur. Ist das der da? Nein, das ist er. Ich muss einfach nur den Kommandeur eliminieren. Mit einem gezielten Sniperschuss könnte ich den ja ausschalten und dann abhauen. Was haltet ihr von der Idee? Nein! Autsch! Dann schalte ich den da noch aus. Hier leise. Dann kann ich mit meinem Hottehü einfach abhauen. Das klingt doch nach einer hervorragenden Idee. Ich hole mal schnell das Pferd dann auch. Denn es wäre ja zu schade, wenn ich erst hier hinlaufen müsste. Ne? Langfahren. Luft anhalten. Denn den auszuschalten wird nicht einfach. Ich könnte den hier leise ausschalten, warten, bis der Kommandeur hier wieder vorbeiläuft und dann mit einem gezielten Schalldämpferschuss ausschalten, das wäre auch noch eine Idee, ne? Der hat's bequem, das ist schön, das freut mich für ihn. Wir müssen jetzt hier halt einfach ein bisschen ruhiger rangehen. Ich meine, ich könnte das jetzt natürlich auch hier mit der großen Wumme erledigen, dann wäre die Sache schnell und schmerzlos vorbei. Der Große hier geht mir auch ein bisschen auf den Leim.
meine, je weiter alle weg sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach abhauen kann, ne? Hier ist noch ein Pferdchen. Mist, ein Visier wäre jetzt ganz geil. Was mache ich? Das wäre jetzt die rabiate Version. Ich möchte es aber, wenn es geht, eigentlich heimlich machen. Und mich nervt es, dass der jetzt da hinten rumrennt. Ich habe den Moment verpasst, ihn hier vorne zu erledigen. Das wäre ein ganz sicherer Schuss gewesen. Und unser Kollege hier mit der fetten Rüstung, der wäre ja auch nicht so schnell weggekommen. Das hätte man recht einfach machen können. Wie viele Gegner haben wir denn noch? 1, 2, 3. Was ist das da für ein Zeichen? Ach, das ist ein MG. 4, 5, 6. Inklusive Kommandeur. Weil ich könnte auch den ganzen Laden hier ausschalten. Was habe ich denn gerade markiert? Irgendwas habe ich doch markiert gerade. Mal gucken, wo läuft er lang? Das Panzerfahrzeug möchte ich natürlich am besten auch nicht hier haben. Mein Problem ist, je weiter ich jetzt hier hinten irgendwo rumrenne, desto länger ist mein Fluchtweg. Das ist nicht gut. Ich warte, bis er hier ist. Es hilft ja nichts. Ich warte, um den gezielten Schuss zu setzen. Boah, ist das spannend. Steht der da hinten rum? Von hier oben auf das Hottehü und weg. Dann reiten wir nach dort unten. Und die Stadt nehmen wir als letztes. Ich denke, das ist ein guter Plan. Jetzt rennt der da in irgendwelchen Gräben rum. Mann, Kollege, komm hierher. Eine Taube. Vogel. Nacht. Egal. So, das ist übrigens das letzte Kapitel und ich kann ja schon mal im Vorfeld verraten, es wird nicht die letzte Battlefield-Folge sein, denn ich werde auch mit dem guten Herr Schafflers, dem guten Tommy, den Multiplayer spielen. Heißt, es wird mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr da dann wieder am Start seid. Oh, mir ist gerade... Warum ist der mir so kalt, Mann? Winter, was soll das? Ich zitter hier gerade am ganzen Körper und warte eigentlich nur darauf, dass der Kollege hier mal endlich vorbeilatscht. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Was ist das? Ach, das ist der Truck. Schick sieht's ja schon aus. Wie geil diese Motten da ums Licht geiern. Jetzt dürfte es auch so langsam mal interessant werden. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, dass es dann heißt, ja, jetzt hast du den Kommandanten erledigt. Jetzt guck mal wieder an die Nachrichten, an dem dran kommst, die direkt in seiner Tasche stecken. Oder so ein Kack. Muss das Auto hier immer rumfahren? Gerade bestimmt auch mal ausschalten, oder? Hier mit diesen magnetischen Minen oder sowas. Naja. Komm. Hopp. Ksch. 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 Im anderen Laden muss ich dann als erstes mal die Alarmanlage da hinten ausschalten. Wo sind jetzt da? Wir gucken direkt drauf. Da ist so eine Alarmanlage. Die sollten wir ausmachen. Boah, geht der schnell. Das ist ja mega krass. Er kommt langsam, liebe Freunde. Gleich geht's los. Wenn er nochmal so richtig schön stehen bleiben würde oder so, wäre das ganz geil.
Haltet euch bereit.